Herzlich willkommen zu diesem Video. Heute ist unser vierter Jahrestag. Und ich werde mich jetzt erstmal fertig machen. Frohen vierten Jahrestag. Oh. Ich werde mal richtig. Ich bin jetzt fertig mit Duschen, erstmal Haare föhnen und Zähne putzen. Es ist übrigens 7.08 Uhr an einem Montag. Und jetzt sind wir mit Ash im Auto, denn wir fahren Ash zur Schule, ne Ash? Ja. Fühlt sich fast an, als ob ich auch wieder zur Schule gehen würde, oder? Nein. So die Uhrzeit. Darf ich eigentlich auch mal irgendwann wieder Auto fahren? Ich denke nicht, nee. Irgendwann kann ich nicht mehr. Und das ist die zweite Ladung. Wir sind zu Hause, haben den kompletten Einkauf einmal eingeräumt und ich sehe gerade, wir haben irgendwie Erdnussbutter gekauft. Magst du überhaupt Erdnussbutter? Was siehst du denn? Rat mal, wer unseren vierten Jahrestag verschläft. Für uns geht es nochmal weiter. Wir haben noch ein bisschen was vor heute. Wir fahren jetzt einmal noch ein bisschen Deko shoppen. Okay, bis gleich. Wir fahren jetzt zu Teddy und danach das dritte Mal in einer Woche zu Action. Heute ist Montag, heute ist eine neue Woche. Warum? Wir haben den Flur dekoriert, dafür brauchten wir Deko. Wieder zurück ins Papa, Chrissy. Ah, übrigens, kleiner Funfact. Mama meinte, oder hat mich ganz nett gebeten, Ash nachher auch von der Schule abzuholen. Tag ist komisch. Komischer Tag heute, ey, ganz schlimm. Eine Sache wollte ich noch ganz kurz sagen, und zwar werde ich gleich was holen. Ja, also Chrissy weiß schon, also sie hat mitbekommen. Dachte eigentlich, es wird eine Überraschung und eigentlich dachte ich, ich wäre allein im Auto. Wir sind aber zusammen unterwegs. Hat nicht so geklappt, wie ich dachte. Wir haben jetzt 11:45 und wir frühstücken dann auch mal endlich. Es ist sau das geile Frühstück, würde ich sagen. Übrigens, das Frühstück war so quasi eine kleine Überraschung. Übrigens, dieses Video hier, ich habe noch gar nicht gesagt, was überhaupt hier ist heute. Ich nehme euch heute einen Tag mit bei unserem Jahrestag. Und auch schon der vierte, falls ihr nicht mitbekommen habt. Was denkst du, wie wir es noch werden? Keiner. Ratet mal, wer schon wieder im Auto sitzt. Ich werde jetzt erst mal von der Schule abholen. Und ich habe gleichzeitig noch eine andere coole Sache. Und zwar werde ich für Chrissy noch eine Überraschung, aber diesmal glaube ich wirklich, eine Überraschung holen. Und zwar dachte ich mir, werde ich Chrissy einfach mal so zu unserem vierten Jahrestag einfach mal Blumen kaufen. Ich schenke ihr nicht oft Blumen. Dementsprechend würde ich sagen, let's go. Erstmal Ash holen. Ich sehe gerade, wir fahren auf jeden Fall schon mal in Reserve. Ich habe gehört, du machst ein Video. Ich hole meinen Bruder nach der Schule ab. Und es geht zu Meckes. Das war noch erst am Schultag so. Okay, jetzt mache ich, hole meinen kleinen Bruder von der Schule ab. Mit feindlicher Musik? Ich fahre jetzt Blumen holen noch für Chrissy. Ist ein Spaß. Spaß, oder? Nein. Okay. Warum soll das Spaß sein? Ich glaube, du musst Blumen holen und reißt auf genau den Burger King. Das ist ein schönes Blumenfeld dafür. Fuck, Digga, ich habe hinten noch rausgemacht. Warum ist das Ding hinten an? Ich muss mal einmal zu raus und einen Hefter holen. Da hätten wir auch schon den Blumen und dann geht's ab nach Hause. Und jetzt einmal Chrissys Reaktion. Ich sag, sie hat's nicht geahnt. Nee. Bei dir. Ich war hier nämlich. Okay, umdrehen, warte. So. Ich hab das gespürt. Ja, tatsächlich, ja. Ash meinte, du würdest nicht damit rechnen. Du musst wissen, ich schenke Chrissy nicht ganz so oft Blumen, aber wenn, dann kommt's vom Herzen. Ich hab's aber nur geahnt, weil du viel zu lange gebraucht hast, wieder hierher. Nee, ich mal bald sagen, ist eine coole Überraschung, oder? Die schenke. Aber sie sind wunderschön. Mama hat uns gerade ein Paket von Ikea mitgebracht und. Ja, Hochzeitsgeschenk. Ich wollte gerade sagen, Mama hat daran gedacht, dass heute unser Jahrestag ist. Das ist echt ja. Aber eigentlich habe ich, also ich wusste nicht, welche Sachen wir heute haben. Aber ich habe einen Blumenstrauß gesehen und dachte ich, was ist denn da los? Da war was. Unser Mittagessen besteht heute übrigens aus Tacos. Richtig geil, machen wir jetzt gerade selber. Hier wird erstmal eine Instagram-Story gemacht. Also ich muss sagen, es ist chilliges Essen auf jeden Fall. Stimmt, das habe ich gar nicht gesagt, Leute. Wir haben eigentlich vorgehabt, heute essen zu gehen, so Pizza oder so. Aber die Pizzeria ist heute geschlossen. Warum auch immer die montags geschlossen ist, keine Ahnung. Aber deswegen verschieben wir das Ganze auf morgen. So, Zeit für einen Spaziergang. Gar nicht windig hier oder so. Alles bestens. Geiles Wetter. Immerhin Sonne mittlerweile. Wir waren gerade 2 Sekunden zu Hause und Chrissy hat vorgeschlagen, Fahrrad zu fahren. Ja. Ja, ne, also jetzt sind wir noch stabil dabei. Ich kann schon nicht mehr. Ja, genau, wir haben gerade Bilder gemacht. Oh Scheiße, im 7. Gang den Berg hoch. Macht Bock. Wieder zu Hause und das ist unser Abendbrot. Sieht auf jeden Fall saugeil aus. Für alle, die nicht sehen, was es ist: Gurke, Karotte, Würstchen, Knobi. Das war's auch schon mit unserem vierten Jahrestag. Wir werden jetzt schlafen. Wir haben jetzt gerade 10 Uhr. Es regnet schon wieder übel doll wie heute Morgen die ganze Zeit. Aber ich würde sagen, lasst auf jeden Fall einen Daumen hoch oben. Vergesst nicht, den Kanal kostenlos zu abonnieren. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann und ciao!